Ja, hallo zusammen. Wir hatten uns ja im vorangegangenen Video überlegt, was die Umkehrfunktion ist. Und jetzt müssen wir da auch mal eine Umkehrfunktion ausrechnen. Und das gucken wir uns anhand von einem Beispiel an. Ja, wie funktioniert es nochmal? Wir haben eine Funktion f, wo jedem Wert x ein Funktionswert f von x gleich y zugeordnet wird. Und wenn auch die umgekehrte Richtung funktioniert, ich jedem y genau einen Wert x wieder zuordnen kann, dann ist diese Zuordnung dann die Umkehrfunktion. Und die müssen wir jetzt hier mal ausrechnen. Für ein Beispiel, und das Beispiel soll jetzt sein, f von x ist gleich 1/4 x hoch 3 minus 2. Und statt dem f von x können wir ja auch y schreiben. Zeichnen wir mal kurz den Graphen von dieser Funktion hin. Also hier haben wir die x-Achse, hier haben wir entsprechend die y-Achse. Wie sieht jetzt die Funktion aus? Naja, x hoch 3 kennen wir schon. Wenn wir das mal 1/4 nehmen, die Funktionswerte, dann werden die so ein bisschen zusammengestaucht. Also im Wesentlichen sieht das genauso aus wie x hoch 3. Und dann wird noch minus 2 gerechnet, also jeder Funktionswert wird noch um 2 Einheiten verringert. Das heißt also, den ganzen Graphen müssen wir noch um 2 Einheiten nach unten verschieben. Der y-Achsenabschnitt ist also dann minus 2. Ja, sagen wir, hier ist ungefähr minus 2. Das heißt, unsere Funktion sieht dann ungefähr so aus. Ja, das ist unsere Funktion 1/4 x hoch 3 minus 2. Ja, und jetzt wollen wir nicht x einen Wert y zuordnen, sondern die umgekehrte Zuordnung machen, y wieder den Wert x zuordnen. Und wie wir das machen können, das steht ja hier in dieser Gleichung. Y rechnen wir aus, indem wir hier auf der linken Seite das x einsetzen. Und wenn wir jetzt genau das Umgekehrte machen wollen, also y einsetzen und dann das x ausrechnen, dann müssen wir ja eigentlich nur diese Gleichung nach x auflösen. Und das ist es dann auch schon. Ja, also diese Gleichung, die ich ja jetzt gelb markiert habe, die müssen wir jetzt nach x auflösen. Ich schreibe die nochmal hin. Y ist gleich 1/4 x hoch 3 minus 2. Und die lösen wir jetzt, indem wir zunächst plus 2 rechnen. Dann haben wir da stehen, y plus 2 ist gleich 1/4 x hoch 3. Dann rechnen wir mal 4. Dann bekommen wir, wenn wir auf der linken Seite dann auch direkt die Klammer auflösen, 4y plus 8 ist gleich x hoch 3. Und dann müssen wir noch die dritte Wurzel ziehen und bekommen als Ergebnis, x ist gleich die dritte Wurzel aus 4y plus 8. Ja, und damit haben wir die Umkehrfunktion. F hoch minus 1 von y ist gleich die dritte Wurzel von 4y plus 8. Dann müssen wir nur noch, wenn wir das jetzt in das gleiche Koordinatensystem einzeichnen wollen, die Variablen vertauschen. X soll ja hier unsere Variable und y der Funktionswert sein. Das heißt, ich schreibe jetzt die Umkehrfunktion so auf. F hoch minus 1 von x ist gleich die dritte Wurzel aus 4x plus 8. Dann können wir auch die Umkehrfunktion in dasselbe Koordinatensystem einzeichnen. Und grafisch ist das jetzt nichts anderes als Spiegeln an dieser Diagonale hier. Und wenn wir diese Funktion f mal an dieser Diagonale spiegeln, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist jetzt unsere Funktion, die dritte Wurzel aus 4x plus 8. Und wenn ich das so mache, die Variable y in x umbenenne, kann ich sowohl die Funktion als auch die Umkehrfunktion in dasselbe Koordinatensystem einzeichnen. Und grafisch ist das nichts anderes, Spiegeln an dieser Diagonale. Und das ist natürlich dann leicht möglich. Und so habe ich dann auch die Umkehrfunktion direkt gezeichnet. Ja, so rechnen wir die Umkehrfunktion aus. Y gleich Funktionswert setzen und dann nach x auflösen. Bis bald!